Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Super Mario Party in Together mit Jonas. Was geht? Ja, im letzten Part haben wir die Goldrauschmine gemacht. Haben wir? Ja, haben wir. Echt? Ja, sicher. Cool. Ja, und heute geht's ja ein bisschen... Ach, die haben wir doch auch schon mal gespielt. Ja, im normalen Party-Modus, aber es ist ja jetzt ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Vitaminreiche Wege, ja, wir leben heute mal in diesem Part gesund. Es wird empfohlen, getrennt voneinander unterschiedliche Inseln zu erforschen. Ja, wir machen wieder gegeneinander. Mein Teampartner ist Bowser Jr. und seine Teampartnerin ist Rosalina. Und dann, let's go! Ich muss echt sagen, Rosalina, ich mag Rosalinas Würfel, glaube ich, der war gut. Ich mag Rosalina generell allgemein, auch damals Super Mario Galaxy. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du jetzt mal als erstes würfelst oder ob ich wieder. Ach, bestimmt wieder nicht, ey. Ja, mal sehen. Es sind wieder mit 4 Inseln, so wie es aussieht. Aha. Und dann halt auch die Felder, die Röhrenfelder. Und Shops gibt es diesmal. Ja, sehe ich gerade auch. Okay, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und es gibt dann danach auch nochmal eine andere Map, haben wir gesehen eben noch. Die wir wohl dann in diesem Part hoffentlich freischalten. Ja. Willkommen auf diesen Inseln, Abenteuer-Teams. Seid ihr zum ersten Mal als Team hier? Jo, sind wir. Wir haben ein paar neue Herausforderungen entdeckt, die hervorragend für einen Wettkampf mit Partnern geeignet sind. Wer das Plateau der Meloneninsel erklimmt, wird reich belohnt. Fragt sich nur, wie man da hochkommt. Durch die Röhre. Keine Ahnung. Doch. Da ist die Ananasinsel. Nein, ich denke nicht. Doch. Auf der Geschenkeinsel gibt es 2 Geschenkekisten, die sehr unterschiedliche Sachen haben. Es empfiehlt sich, dass beide Teampartner getrennt voneinander unterschiedliche Inseln erkunden. Und immer auf der Hut sein, auch in einem tropischen Paradies lauern Gefahren. Ja, die Röhren sind ja dafür da, um von Insel zu Insel zu kommen. Nein, die Röhren gehen immer gegenüber. Ja, richtig. Hier, nein. Guck mal, wenn ich jetzt da auf der Meloneninsel bin, ne? Ja. Und in die Röhre gehe, komme ich auf die Ananasinsel. Ja. Ja. Und da ist auch da rechts die Röhre. Hinter dem Sein. Da ist die Röhre, da kommt man dann raus. Wo hier? Da. Da siehst du doch eine Röhre. Ja. Ja. Du meintest gerade, man kommt mit, mit der Röhre zum Stern. Ach, egal. Hä? Beim Spiel im Team ist einiges anders als beim Einzelspieler. Sind die Regeln klar? Na, die sind doch klar. Dann lass uns jetzt auswürfeln, welches Team beginnt. So, natürlich werden die Würfel zusammengezählt. 4, 2. Oh, ja! Oh! Ich bin mal gespannt, wer dieses Mal gewinnt. Und letztes Mal war es ja doch noch knapp. Letztendlich habe ich mit 2 Sternen Vorsprung natürlich gewonnen. Allerdings war es die ganze Zeit so spannend. Er hätte auch gewinnen können. Ja, der erste Stern, der ist dahin. Auch nochmal ein Stern. Ah, okay. Okay, gut. Dann wollen wir mal anfangen. Bevor ihr loslegt, zeigt mir, dass ihr ein wahres Team seid. Fertig? Yeah. Privat, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Beide Teammitglieder trainieren und so, kennt ihr ja alles. Einfach schön mitten im Satz abgebrochen. Ja, ist ja das, was man schon so kennt. Der Rosalina-Würfel ist halt echt ganz nice, glaube ich. Ah, sie nimmt den normalen. Oh. Oh. Da habt ihr schon mal viel Würfel zum Anfang hin. Okay, ihr macht das schon mal so. Hey! Dass du schon mal zur anderen Insel gehst und Rosalina bleibt erstmal da. Ja, das ist natürlich klug. Und damit bist du so schon beim Stern. Ey, wir haben jetzt keine Münzen mehr. Ja, und ich hab 12 schon jetzt. Ja. So, gut. Soll ich den Luigi-Würfel riskieren? Ich riskiere den sogar auch mal. Beim ersten Mal kann man das schon mal machen. Richtig. Was macht er? Er nimmt den normalen Würfel. Los, Bowser Junior. Hab. Oh, schön. Und er hat nur eine 1, aber egal. So, was macht er denn? Aha. Komme ich noch? Ja, ich komme dahin. Vielleicht kann ich noch eine Münze mitnehmen, wenn ich den anderen Weg gehe. Ich denke mal jetzt weniger. Ah, nee, okay. Aber ob das dann so schlau ist, dahin zu kommen, weil ihr habt ja eh nicht genug Münzen, dann würde ich. Ich mach einfach. Genau, weil ich möchte, dass Bowser Jr. hier bleibt und ich gehe schon mal rüber und krieg noch eine Münze von Rosalina.
Einfach erstmal aufteilen. Schadet ja nicht. Ey, warum kann ich jetzt von dir keine Münzen nehmen? Naja, gut, er macht das auch gut. Ja, sehr gut. Gerecht aufgeteilt. So, das erste Minispiel. Welches wird es sein? Nicht den Faden verlieren. War doch klar. Dieses Minispiel verfolgt dich. Bin mal gespannt, wann du das mal gewinnst. Gar nicht. Naja, mal sehen, wie schlau jetzt der Bowser Jr. bei mir ist und Rosalina bei dir. Nicht schlau. Rosalina, geh mal bitte. Ja, du einfach musst... Einfach da bleiben, einfach da bleiben. Was macht denn ihr denn da? Okay, das ist ja einfach. Guck mal, die muss dann nur da jetzt... Geh doch hoch. Hier, guck doch mal, was sie macht! Rosalina. Auf jeden Fall haben die Zuschauer was zum Lachen. Ey, da ist irgendwas runtergefallen. Das ist mir scheißegal. Das kann ja wohl nicht Warzenschwein hier. Was die da schon wieder fabriziert, das geht nicht. Guck mal, so unterbelichtet war ich doch nicht mal und ich kann den Spielmodus nicht. Selbst ich wusste, wo ich da langlaufen muss. Ach Mann. Ihr kriegt zwei Trostmünzen. Ach, halt die Schnauze. Den kriegst du von mir, die zwei hier. Oh. Das ist doch mal schön, allerdings, ja. Peach. Seid ihr erstmal dran. Komm, machen wir was wenig. Machen was weniges. Oh. Ja, bitte plus zwei Münzen. Das ist egal. Ich mach das trotzdem so. Warum? Ach man, Rosalina, du bist so scheiße. Ja, ich denke, Bowser Jr. wird auch dorthin kommen. Ja, das ist voll dumm. So, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und setze den normalen Würfel ein. Was soll ich das bringen? Eine höhere Zahl. Ja, schön. So, eine 12. Eine 12? Könnte knapp werden. Ja, ich würde schon gerne auch Daisy haben, aber... Das wird nicht. Nein, es wird doch was. Ah. Also passt die Route. Was probiert Bowser Jr. da unten? Was? Naja. Na schön, ein bisschen Salz in die Wunde gestreut, indem ich noch vorher auf dich drauf gesprungen bin. Ach ne, das habe ich irgendwie gar nicht gestört. Okay. Unser erster Stern. Allerdings hat das Spiel erst begonnen. Yeah! Das ist schön. Übrigens, wir konnten nicht auf eure Kommentare reagieren. Es ist momentan gerade Sonntag. Samstag sogar. Wir haben sogar Samstag. Und die letzte Aufnahmesession war... Ah, der nimmt Bildschirm, das ist sehr, sehr gut. Letzte Aufnahmesession war sogar am gestrigen Tag für uns am Freitag. Denn es hat sich spontan nun doch noch ein bisschen Zeit ergeben, wo wir aufnehmen können. Das ist ganz gut, damit erstens die Folgen kommen und zweitens auch nicht so viel Stress ist. Und schön, dass der Bowser Jr. noch dort unten, ja, unten ist. Nicht den Faden verlieren. Ah, schade, nicht mit dabei. Na gut, Rache ist dies halt. Kennt man ja. So, Gegner mit Torten bewerfen. Das wird doch schön. Das kann ich doch wieder. Ja, aber beim letzten Mal war es nur ein Punkt Unterschied. Ja, und den habe ich geholt. Ja. Start. Nein. No! Ey, warum nimmt der einfach? Ey. Nein. Ja. Komm her, komm her. Nein, friss das. Dreckvieh. Ja. Schön, also Rosalina, ich... alles abfangen lassen. Ja, ihr habt gewonnen. Ja. Auch so. Rosalina, du bist so geil. Ja, willkommen. Es ist gut. Klatsche ein, Girl. Klatsche ein.
Da sieht man, wie Mario einfach fremd geht. Ist scheißegal. Aber ich find's. Halt die Klappe jetzt, Dennis. Nee, ich finde Rosalina auch einfach geiler als Peach. Ist einfach so. Peach, die lässt sich nur mal entführen. Da soll sie ruhig mal bei Bowser bleiben. Guck, wo Bowser, der ist da unten. Da muss er aber erstmal hinkommen. Ich muss ja nur darüber. Da ist der Stern, ich dachte, er ist unten rechts. Nein. Ne? Okay, na gut. So, mal sehen, wie viel er dieses Mal würfelt. Ah ja, sie nimmt sicherheitshalber den normalen Würfel. Ja, Paschbonus! Da habt ihr jetzt eine ganze Menge. Puh, 12. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man darauf stehen bleibt. Ob der da wieder hochkommt. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es sind ja keine Ereigniswälder da. Ja, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Also komme ich da nicht wieder zurück. Ja, da kommst du nicht hin. Ey, das ist doch unfair. Nein, nein. Mach das jetzt ganz anders. Das gibt es doch nicht! Ja, moin. Okay, jetzt nichts. Und hoch damit ihr. So, mal sehen, was euch jetzt hier blüht. Komm, einfach nur 5 Münzen geben, das würde reichen. Ja! Passt. Besser als diese Vogelpilze oder so. Hm, wie man es nimmt. Aus meiner Sicht sozusagen. Ja. Wir sind Rivalen. Aber ich denke mal, vielleicht werden wir nochmal beim nächsten Brett vielleicht zusammenspielen. Weil wie gesagt, es fehlt ja irgendwie noch eine Map. Da war ein Fragezeichen. Und ja, mal sehen. So, ein Bowser Junior Würfel, okay. Das passt. Eine 5? Dürfte. Und eine 7. Schade. Hat. Dann komme ich nicht nach. Ich bräuchte eine 6. Schade. Dann. Ja, gehe ich trotzdem auf dieses Feld. No. Ein Pilz. Sehr schön. Pilz. Mit Ü, ne? Na, sicher. Pilz. So, was macht er? Ah, schade. Das war knapp. Schade, schade. Stimmt, ist ja der Stern. Ja. Und ich hatte doch recht, dass der Stern bei Bowser Jr. dort unten rechts ist. Achso, ich dachte, du meinst jetzt diesen anderen Stern. Nee. Ja, so, das Spiel kennen wir. Komm, keine halben Sachen hier. Start. Ja, moin. Wir beide gleichzeitig. Nein. Rosalina, bleibst du? Schön. Nein, was machst du? Rosalina! Ende! Die dreht aber weiter. Ich sag, die soll so bleiben, die dreht weiter. Ja, sie hört ja nicht so. Und, ja, das ist... Ist ja... Ich möchte darüber nicht sprechen. Ja. Das sind eh nur Computergegner. Ich kann eh nichts. Genauso wie ich bei... Nicht im Fahnenverlieren. Nicht im Fahren verlieren. Dein Lieblingsminispiel. So, und wir sind immer noch auf dem ersten Platz, aber mal sehen, wie lange das anhält. Was mich persönlich so ein bisschen stört, dass ihr wirklich als erstes würfelt. Warum? Weil ihr dadurch einen Vorsprung habt. Der schwierig ist, auszugleichen. Ja, sie kommen nicht zum Stern. Mox mit Hunde scheiße hier. Ja. Ich würde zum Itemfeld gehen, ja. Ja. Kommt da nicht.
Ui. Gut. Fläschchen. Ja. Damit könnt ihr doch auch schon mal ein bisschen was anfangen. So, jetzt ist die Frage, ich bräuchte eine 1 oder eine 2. Daher ist das so eine Sache. Ich nehme so den Luigi-Würfel. Aber das Bowser Jr. dann auch eine 1-Würfel, das ist sowas von unwahrscheinlich. Ja, ich nehme trotzdem mal den Luigi-Würfel. Vielleicht macht er auch eine 1. Oder eine 0, das kann ja natürlich auch sein. Er kann eine 1 oder eine 3. Ah, eine 3! Ach man, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum das denn? Weil ich nicht zu Daisy komme. Und nicht mal zu irgendwas anderem. No. Fängst du gleich das Weinen an? Ja, natürlich. Oh. So, machen wir mal. Hör ich da gerade ein Mimi? Ja, du hast ein großes Mimi von mir. Na, schade. Yeah. Es ist noch nicht verloren. Es ist noch nicht verloren. Vitamin nehmen wir erstmal das Vitamin-Viereck. Wir nehmen hier das heißt heute. Vitamin, nicht Vitamin. Ist mir scheißegal. Es gibt Leute, die es so aussprechen und so. So, hier, Kartoffel wünschen aufsuchen. Ah, okay, nein. Ach, da drin war auch was. Ja, die Rosalina wird auch was. So, let's go. Lass uns hier gewinnen. Start! Start! Ja. Ich war aber nicht überhaupt. Ha, I did it. Yes. Rosalina, mach es! Guter Mann, guter Mann! Was machst denn du da? Was auch immer sie da gemacht hat, aber ist okay. Fertig? Yeah! So, weiter geht es zur nächsten Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob deine Rosalina den Stern bekommt. Oder ob den Bowser Jr. bekommt. Oder ob den überhaupt wer bekommt, weil es sind ja jetzt beide da. Hm. Kann jetzt ja schon. Man wird es sehen. Ja. Nee, das. Musst du wissen, was du machst. Ja. Sie macht es. Soll sie machen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an ein Item, glaube aus Mario Party 8. Da hat man auf jedem Feld dann 3 Münzen bekommen oder so. Die braucht 3 Felder bis zum Stern. Aber sie kommt dahin, glaube ich. Nee, sie bräuchte 2 Felder. Achso. Muss noch bestätigen, ne? Oh, aber ich komme dann lieber zu dir und ziehe Münzen. Ja, kann ich mitnehmen. Sind ja nur 3. Das ist mir egal, ob 3 oder 4 sind. No. Und Schluss. Ah, insgesamt 7 Münzen wurden uns abgezogen. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Mein Ziel ist immer noch, scheiß Daisy zu bekommen. So, wir haben ein Item. Das Item will ich nicht einsetzen. Ich setze ihn normal. Nein, will ich nicht einsetzen. Ich setze den normalen Würfel ein. So. Wie er immer direkt schon zum Würfeln gehen will. Natürlich. Sag beide 3. Wow! Oh. Uiuiui. Ich wollte erst sagen, beide 6, aber. Tja. Das glaubt mir dann immer keiner. Dass ich das dann sagen wollte. Ja, so lässt sich das doch. Du schreist mir schon wieder immer ins Ohr. Ja, sorry. Wie nochmal? Mein Kopf ja auch immer so, dann. Wie nochmal? Sorry. Ja, ich hab einen Stiez. Und? Nein, das ist durch das Headset so. Ja, jetzt lass mein Headset hier mal. Ja. So, einen schönen Würfel haben wir bekommen. Und lass meine Haare da oben. Oh nein. Ja, nein. Moment mal, das ist doch mein Teampartner. Ja. Er sagt dann noch, oh nein. Upsala. Oh nee. Stern Nummer 2. Ich werd weg. Ja, wirst du auch. Yeah! So, Stern Nummer 2. Was machst du da? Keine Ahnung.
Wie viele Runde ist denn das eigentlich? Das ist die sechste. Sechste schon. Also nicht das, sondern die, die jetzt kommt, ist die sechste. Okay. Ja, wir werden dann gleich beim Minispiel dann einen Cut setzen. Und dann werden wir ja sehen, wie es dann... Setzen, genauso wie der Stern sich jetzt auch setzt, ja. Besser ist es nämlich. Daher werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und bis denn, schlau schütteln und nicht den Schaden verlieren. Schaden verlieren. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.